Das Radio ist alle. Okay, wir schlieren ja. Okay. Ich muss vorsichtiger fahren. Ich kann nicht einfach so rumdüsen. Das hat sich gerade noch bewegt, das Auto. Das hat gerade noch gehuppelt. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, das ist eine bessere... Nee. Okay. Das ist ein Turbo. Krieg ich den hier eingebaut? Vor allen Dingen in die Karre. Will ich hier da drin haben? Wir könnten dieses Auto hier nehmen. Stattdessen. Aber wir müssen dann alles komplett umbauen. Und ich weiß, ob das eine gute Idee ist. Start ein bisschen abgenutzt. Was ist denn Start 9? Wo kommt das Ding hin? Montieren. Ja, ich glaube, den hier würde ich nicht. Nee. Wenn er in besserem Zustand wäre, ja, aber das ist. Okay, ich muss mal gucken, was das macht. Kriegen wir das auseinandernehmen? Montier. Oh. Oh. Oha. Okay. Oho. Mein Lader wird immer schöner, wird immer smarter. So, hier hat man noch ein Licht, glaube ich, ne? Ne, Radkappe, okay. Was mir fehlt, ist, dass der einem sagt, was es ist, was man da aufnimmt. Was haben wir hier noch? Job Vacancy, aber falsch rumgedruckt. So, montieren, 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 geht über Studieren, okay. Da liegt noch eine Stange. Also hier liegt ein Brett. Wo siehst du denn eine Stange? Ich sehe keine Stange. Die blaue Farbe, das ist eine andere blaue Farbe. Das ist eine helle blaue Farbe. Die will ich nicht mitnehmen. Ach, da hinten. Oh, hier noch. Warte, warte. Warte. Montieren. Okay. Unser Cyberpunk-Mobil. Oh, 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 wow, ganz schön wild. Das, okay. Soll ich hier noch irgendwas anderes mitnehmen? Nee, ne? Hier ist auch nichts mehr drin. Die Anzeigen, wie bei Long Drive rausnehmen, geht nicht. Okay. Einschalten. Gut. Ich fahr mal weiter. Das mit dem Radio, keine Ahnung, was das ist. Ich kann es ausschalten, ist, glaube ich, vielleicht die bessere Idee. So. Weiter geht's. Frohes Neues! Ja, frohes neues Jahr! Guten Rutsch, was ist da hinten? Ist doch irgendwas. Das da meine ich. Aber ich will da nicht hingehen. Die Hupe funktioniert. Turbo, keine Ahnung. Das ist der Motor, der sich anhört, ne? Ist da vorne ein Haus? Der Motor hört sich an, als würde irgendwas auslaufen. Tankstelle.
Was soll denn jetzt noch passieren? Ich halte mal hier. So eine Lüftung. Kann ich eigentlich auch irgendwie alles ausmachen hier? Starten Sie? Ich kann nur ausschalten, ne? Funktioniert mit Benzin und so weiter. Okay. Kann ich irgendwie alles ausmachen, weil... Das kostet bestimmt Batterie, oder? Wenn hier die ganze Zeit alles leuchtet und so. So, warte. Hier geht's nicht, okay. Oh, wird's wieder dunkel? Es wird wieder dunkel, okay. Aber diesmal sind wir safe. So. Ah. Hier drin kann uns nichts passieren und wir kriegen was zu trinken und zu essen. Was war das für ein Geräusch? Wieso finde ich eine kleine Trompete? Was kann ich damit was machen? Kann ich die montieren? Ist das eine Hupe? Okay, warte. So, herzlich willkommen beim Supermarkt-Simulator. Wer möchte noch was? Ja, wer möchte noch was? Möchte mal ein paar Schokokrossis kaufen oder vielleicht noch eine Dose Bohnen? Oder, ja, wer möchte was? Okay, piep, 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 piep. Macht 17,30 Euro, ja, alles klar. Ja, kommt doch einfach rein. Wir verkaufen, ja, Nudelbrot ist gerade aus. Wir hatten einen sehr großen Run auf Nudelbrot, die sind leider alle weg. Sie können auch mit Karte zahlen übrigens, ne, wollte ich mal kurz sagen. So, warte, ich hau mir mal ganz kurz hier in diese Dose rein. Boah, geil. Energy Drink und wir haben auch viele Getränke, geil. So. Hervorragend. Ja, nice, wir kriegen viel zu essen. Okay, hier ist nix. Verwenden Sie. Rage Fit. Get fit with Rage Fit. Okay. Das ist aber hier, sehe ich da schon wieder ein kleines Copyright Infringement? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ah, das könnte... Oh, die sieht aber sehr erfrischend aus. Mmh. Oh. So. Nehmen Sie. Okay. Kann ich das als Hut aufsetzen? Warte mal, wenn ich jetzt so... Und jetzt loslasse, kann ich das als Hut aufsetzen, wie bei Skyrim, so ein bisschen mit dem Eimer? Nein. Okay. Oh, die Tankstellen hier funktionieren sogar. Nicht wie in gewissen anderen Spielen. Oh, okay. So. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Damit könnten wir alles, da müssen wir nicht einzeln rennen, damit könnten wir theoretisch alles einsammeln und rausbringen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. So. Ich lasse die ganz zärtlich, lasse die los. So. Hier. Wenn ich nicht zu dämlich wäre, würde es funktionieren. So, okay. Gut. Dann hier. Wunderbar. Das ist wegen der tiefen Wahrnehmung hier im Spiel, ne? Die ist einfach falsch. Das seht ihr selber, ne? Das ist klar, die tiefen Wahrnehmung, das ist schon. Die muss schon wahrgenommen werden. Meistens tief. So, hast du gesehen? Netzroller. War ganz klar Netzroller, aber hat noch funktioniert. So. Wir können auch Alkohol trinken. Vielleicht werden wir das später mal. Ich weiß noch nicht genau. So. Prima. Au, der war kurz abgerollt. Ja. Das ist natürlich, ja. So. Was ist das hier? Radlers. Das gute Radlers, wer liebt es nicht? So, flupp, rein da. Brauchen wir so viel Getränke und Essen überhaupt? Die größte Frage ist aber, wen interessiert's? So, okay. Ich hätte wahnsinnig gerne wieder einen Bus, den wir fit machen und dann so einen Kühlschrank drin. Oder so Kühlschränke für, ne, für Essen und Trinken. Das war halt geil. Oh, das habe ich so geliebt. Unser Bus war so gut. Können wir das ganze Bier eigentlich auch in so ein Fass schütten und mitnehmen? Ist das nicht viel zielführender, als das in eine kleine Flasche abzufüllen? Oder Dosen? Wäre das nicht besser?
Frag für einen Freund. So, die ist leer, die habe ich schon gegessen. Okay, das nehmen wir auch mit. Erste-Hilfe-Kit nehmen wir auch mit. So. Flup. So. La, 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 la. La, la. Das ist ein ganz normaler Wochenendeinkauf bei unseren Zuschauern. Ja, wenn mal wieder frei ab 18 ansteht auf gronk.live, ja, dann machen die Zuschauer vorher genau das hier. So. Die schnappen sich eine Mülltonne, schmeißen da Fraß und Getränke rein, meistens Alkohol, um es zu vergessen. Ja, und dann geht's los. Dann geht's los, dann ist man gewappnet für den Stream, für den Freitagsstream. So, die anderen gehen noch, aber der Freitagsstream ist... Puh. So. Ohne 3 Kilo Thunfisch und 7 Liter Bier geht da nichts. So. Okay, rein da. Junge, das dauert aber auch lange, sich hier zu bevorraten. Im Multiplayer ist bestimmt auch cool, oder? Vor allem, weil dann beide die Scheiße sammeln können. Da muss man sich nicht alleine machen. Und ich bin ehrlich, bei dem Spiel fehlt mir ein bisschen Musik. So. Wir hätten zwar das Radio, aber ich glaube, das hört einfach auf und macht Alien-Geräusche, weil die Playlist zu Ende ist. Glaube ich. Ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter. Und ich könnte eigene Musik anmachen, aber dann verpasse ich die Außerirdischen. So, warte. Dö-dö. So. Die Frau hat geschrien, die wurde von Aliens angegriffen. Die wollte nur, ganz ehrlich, die wollte nur früher gehen. Das ist alles. Das ist das ganze Geheimnis. So. Das sieht... Das sieht sehr gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war mit dem Mülleimer. Der scheint Probleme zu haben. Ich ignoriere das. So, das haben wir gelernt in der Gesellschaft. Wir ignorieren die Probleme anderer und belasten die nur mit weiterem Shit. So, rein da. Hier, das sind meine Probleme. Und hier rede ich nochmal weiter über meine Probleme. Hier. Die sind viel wichtiger als deine. Hier noch. Da habe ich auch noch Probleme mit. Ja, hier. Viel Spaß damit. Okay. Oh, hier sind noch mehr ich habe noch mehr Probleme, die ich gerade entdeckt habe. War mir nie bewusst, dass mich das belastet, aber hier, bitteschön. Hier. Bitte. Noch ein Problem. Oh ja, hier diese eine Sache. Oh ja, oh, uff, schlimm. So, das waren jetzt aber alle, ne? Jetzt haben wir noch Probleme? Ne, ich glaube, die Probleme sind fertig. Wir haben noch das da, das nehmen wir noch mit. Und da unten ist noch ein... Das ist noch ein Radio? Warte mal, ich will mal kurz... Alors, une question. Oui, oui, on vous donne le micro, monsieur. On donne... Voilà. Savoir, est-ce que il a été nicht wieder die Talkshow. Ich weiß nicht mal, worüber die talken. ...qui a été sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons, qui va sur du pain ou du beurre. So. Okay, ich probiere mal was. Ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee ist. Drück mir mal die Daumen, dass das klappt, ja? Oh Gott. Das. Okay, ich kann die so nicht drehen. Warte. Oh. Warte. Das scheint aber zu gehen. Jo, so geht's gut. Oh, naja, nicht ganz. Ist nicht ganz perfekt, ja, aber... Ich kann ihn halt nicht nach unten... Das geht nicht. Man kann ihn leider nicht weiter nach unten ziehen. Zumindest nicht aus der Position. Ich habe keine Ahnung. Ich mache weiter so. Nein. Alter. Okay, warte. Ich probiere mal aus einer anderen... Warte. Wir müssen ja auch nicht alles mitnehmen, ne? Okay, das kam jetzt von irgendwo. Von hier müsste es eigentlich gehen. Jo. Funktioniert. Und leer. Fantastisch. Wow, fantastisch. So. Rein da. Und rein da.
Ging gut. Ich freue mich schon, wenn die Karre uns hier auseinanderfliegt. So, wir müssen noch was essen, ne? Weißt du was? Ich schnapp mir mal. Wir haben ja bestimmt hier noch irgendwas Leckeres. Das sieht auch sehr gut aus hier. Ich glaube, das wird keine Probleme geben. So, hier ausrüsten, essen. Nimm den Eimer mit. Nee. Der ist auch zu groß. Den kriegen wir nirgends unter. So, haben wir, ne? Gegessen haben wir auch. Trinken würde ich gerne noch irgendwie, aber naja. Der Rücksitz ist ja jetzt auch frei. Wir haben jetzt ja, jetzt haben wir die Türen. Wir können den Rücksitz benutzen, ohne Sachen rausfliegen. So. Dann schmeiße ich mal eben das Ding rein und dann düsen wir weiter. Beruhig dich mal. So. Ich glaube, das war's. Tanken, ja, müssen wir nicht unbedingt, oder? Lohnt sich das? Ja, eine Sache ist vielleicht noch ein guter Einwand. Warte mal. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich hier aufmache? Der Regen füllt das nicht auf, ne? Nee. Okay, ich wollte nur mal gucken. Hier auseinandernehmen. Wenn ich die jetzt ausbaue, nur mal testweise. Ob das geht? Wo ist denn jetzt... Nein, wo ist sie denn hin? Wo habe ich die hingepackt? Das ist die Dose? Wo ist die Trompete? Habe ich die Trompete... Die liegt drin? Okay, ich muss mal gucken. Die fällt doch auf. Trompi! Trompete! Es regnet hier übrigens auch rein, wollte ich nur sagen, ne? Wo ist denn die Pete, die Trump-Pete? Wo ist die denn? Die ist nicht da, oder? Oh, wir haben noch mehr Probleme hier oben, wie ich gerade sehe. Aber weißt du was? Ich sauf mir die Probleme einfach weg. So. Ah, fantastisch. So. Weg damit. Und hier nochmal. Ja, ich glaube, die Trompete ist weggebackt. Ich glaube, die ist hinfort. Die kriegen wir nicht mehr. So. Dann mache ich nochmal Folgendes. Ich uriniere auf die Kasse. So, hervorragend. Dann baue ich die Hupe wieder ein. Lag die Trompete nicht draußen vom Mülleimer? Nee, nee, das ist die Hupe hier. Ah, na gut. So, montieren bitte. Einmal montieren. Hallo, montieren. Plop, plop. So, hier draußen ist ein bisschen Shit. Benzin. Ihr wollt Benzin mitnehmen, ne? Ich guck mal. Warte. Wendekreis. Der Wendekreis ist ein Abenteuer. So. Oh, hier waren noch zwei. Okay, hier waren noch zwei Dosen. Die könnten wir mitnehmen, aber ist glaube ich egal. Da unten liegt noch irgendwas anderes. Okay. Gucken wir mal. Benzin. Flop. Einmal auffüllen, bitte. So. Piu. Ich mag dieses Geräusch irgendwie. So, loslassen. Benzin ist voll.
Wir könnten, ja, die Kanister können wir auch auffüllen, aber ich glaube, wir haben genug Benzin. Ich glaube, wir müssen da nicht so streng sein. Ich räume das Ding mal kurz weg. Hier haben wir auch gar nicht... Ich dachte gerade, hier liegt was. Okay, hier ist noch ein Grillrost. Eine alte Hube. Oh, okay. Ja, Batterie weiß ich gar nicht. Ist immer noch bei 25. Nö, alles gut. Die Batterie bleibt bei 25 konstant. Also scheinbar ist egal, was wir machen. Die bleibt. So, da lag ein Motor, aber ich bin mit unserem momentan sehr zufrieden. Ich weiß, wie es euch geht. So, das hier ist auch schon der zweite Kanister Benzin. Wir brauchen wirklich nicht viel. Also so viel brauchen wir jetzt nicht. So, ich mach trotzdem mal hier einmal öffnen. Hier einmal den hier. Geht das nicht? Hä? Na toll. Ich hab Angst, dass der Container gleich umsegelt. Okay, das geht offenbar nicht. Ich könnte... Nee, ich kann... Ich kann nicht mal Benzin pumpen gerade. Also ich kann... Okay, ja, geht nicht. Das ist ja komisch. Das ist ja weird. Okay, wenn ich das jetzt andersrum... Warte mal, ich stell mal kurz andersrum und probier mal eben... Das Drehen hier macht mich wahnsinnig, ne? So, warte. So. So. Flop, so rum. Ich probiere mal eben. Einmal aufmachen und dann einmal gucken. Nö, nö, macht er nicht. Nö. Das macht er nicht. Na gut. Okay. Ich könnte die Scheiße eigentlich auch nach hinten legen, ne? Wir müssen das nicht vorne auf dem Beifahrersitz lassen. Aber das mache ich nachher. So, erstmal fahren wir jetzt wieder. Wir fahren weiter. So. Ich will nicht meine ganze Zeit hier verschwenden. Was guckt denn da durch? Ist das der Motor? Okay. Kann das sein, dass wir Sachen aus dem Kofferraum verlieren? What the fuck? Die buggen da einfach durch? Das ist doch scheiße! Wie die buggen durch? Hä? Weil die alle so komisch rumwabern auch, ne? Solange die rumwabern, sind die nicht gelockt, in place gelockt. Also eigentlich müssten die alle, ne, wir kennen es von Long Drive, wenn du die irgendwo reinlegst, dann beruhigen die sich irgendwann wieder, weil die gelockt sind, aber hier nicht. Ja, das ist doof. Okay, weißt du was? Ich fahr weiter. Hinterm Sitz, das würde nichts ändern. Ich fahr weiter. So schöne Sachen dabei. Ja, das Game ist halt noch Demo, ne? Das Game ist Early Access. Ne, nicht mal. Ist nur eine Demo bis jetzt. Ist nicht mehr Early Access. Also, das muss noch gefixt werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Frustgrenze, was das angeht, ziemlich niedrig ist. Okay, das ist mir egal. Hier ist nichts, ne? Ich fahr weiter. Ich bin enttäuscht. Ein Spiel, in dem ich nicht looten kann. Oder in dem mir der Loot einfach wieder weggenommen wird. Ohne Grund. Aufgrund von Bugs. Das macht mich aggressiv und wütend. Und die Autosteuerung ist, Junge, man fährt ein bisschen wie besoffen.
Ja, die Kanister sind auch da, zum Glück. Okay, ich habe kein Fernlicht. Und das Wetter hier ist immer scheiße. Das Wetter hier ist einfach immer scheiße. Da ist ein Scheißhaus. Okay. Ich würde schneller fahren, wenn der Wagen nicht so schlieren würde hier hin und her immer. Dann würde ich auf jeden Fall schneller fahren, aber so ist mir das zu riskant. Wir werden auf jeden Fall rechts bei gegen irgendeinen Pfeiler landen. Früher oder später wird das eh passieren. Wenn wir Essen nicht mitnehmen können, dann esse ich immer während der Pausen. Hier zum Beispiel. Wir halten irgendwo an. Ich warte noch auf Zombies. So, Scheinwerfer wieder aus. Flupp. Puh. Alles weg, komplett. Wir hatten auch das Ölding da hinten drin, ne? Aber das war leer. Da wollte ich nur Öl drin mitnehmen. Ist einfach alles komplett weg. Ist ein bisschen ungeil, aber naja. Es ist, wie es ist, Leute. Wir machen das Beste draus. So, die Nacht können wir hier bleiben und uns mal umgucken. Wow, zwei neue Lenkräder und alle sehen gleich aus. Dann gibt es hier ein paar Probleme mit Schatten. Dann haben wir noch einen weiteren, ich glaube, Turbo. Hier ist ein Stück Fleisch. Motoröl, geil. Ja, sehr nice. Was ist das da? Was? Keine Ahnung. Oh, die Reifen sehen gut aus. Die sehen sehr gut aus, oder? Hier ist wieder so ein Wagen. Hier ist eine Stoßstange, die sieht aus wie für vorne. Und wir haben wieder neues Blau. Wir haben wieder ein neues Blau. Okay, also wir können so ein paar Sachen hiervon gebrauchen. Ich überlege gerade, ob ich vorne wieder aufmachen soll. Wow, was für moderne Geräusche das Ding noch macht. Ein bisschen abgenutzt. Okay. Warte, wenn die ein bisschen abgenutzt sind, dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht diese hier... Die könnten da gut hinpassen. So. Ja, sieht schnafter aus. Also, ja, wir könnten auch das Auto tauschen. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr so wild, ne? Wir müssen nur alles hier einbauen. Ich guck mal kurz, auseinandernehmen. Wir haben jetzt die Nacht Zeit. Und wir können mal gucken. Das passt besser rein. So. Hupe. So. Können wir die hier irgendwo montieren? Nehmen Sie. Okay. Ich wollte montieren. So. Okay. Hupe ist dran. Auseinandernehmen. Den Turbo hier nochmal dran. Schrubben können wir auch gleich. Ach, können wir. Doch, können wir. Ich hoffe, das geht. Bürsten. Hallo? Die Bürste hängt fest. Die Bürste hängt fest. Und ja, wir sollten unseren Wagen vielleicht vorher mal wegfahren. So, warte. Meine ganze Kamera wackelt, weil ich die Maus gerade so hin und her bewege. Bin gerade ordentlich am Abschrubben hier. So. So macht mein Auto wieder sauber. Okay, gut. Ja, ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz vorher unsere Karre ein bisschen beiseite fahren, oder? Ich glaube, das wäre ganz gut. Die Hupe brauche ich nicht, den Turbo auch nicht, aber den Motor würde ich nochmal ganz kurz nehmen. Montieren. Ich fahre uns mal kurz beiseite.
Boah, Junge, boah, Alter, was für ein Kraftwerk hier einfach. Halb Fukushima unterm Auto. Oh, unsere Scheiben sind ein bisschen, sind schon ein bisschen durch. Okay. Warte.